MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin nämlich gerade gegen die Leitplanke gefahren aus folgendem Grund. Ich habe links auf die Karte geguckt. Denkst du, ah, jetzt Kurve? Du hast noch jede Menge Zeit, aber werd nicht nachlässig. Aber irgendwie war die Kurve noch gar nicht da. Jetzt geht's hier runter, so weit waren wir eben auch schon mal. So. Das sieht doch schon mal alles nicht so schlecht aus, oder? Mann, 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 Mann. Du liegst ziemlich gut in der Zeit. Halt das Tempo hoch. Das hört man doch gerne. Nur ob das stimmt, ne? Bis zum nächsten Checkpoint. Noch 5 Sekunden bis zum nächsten Checkpoint. Wie soll man das schaffen? Und? Dritter? Ist das jetzt deren Ernst? Da vorne steht der Zweite nämlich und konnte nicht mehr fahren. Naja. Aber mit den Punkten sind wir... Das war ein knallhartes Event. Schade. Mann. Ah, das ist fies. Sowas ist echt gemein. Ohne Mist. Bin ich jetzt ein bisschen sickig drüber. Aber okay. Ich akzeptiere es. Ich habe Scheiße gemacht. Scheiße gefahren bin ich und fertig. Mann, 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 Mann. Aber das hatten wir beim letzten Mal, wo ich anfing, Grid 2 wieder zu fahren, auch. Dies ist inzwischen die größte Motorsportserie der Welt. Und so. Du auf dem Podium. Ach du Scheiße. Manchmal muss man akzeptieren, dass die Gegner einfach besser waren. Wenn du den Hab ich ja. Kannst, okay. Holen wir uns den Titel im Finale. So, Drag Race fahren wir jetzt. Frage ist, mit was wir ein Drag Race fahren. Drag? Oder Drift? Habe ich Drift oder Drag jetzt gelesen? Mist, jetzt weiß ich es nicht mehr. Dann nehmen wir das gute Auto. Ein Allradler, ich weiß nicht, ob man damit driften kann. Ich gehe mal davon aus, dass das auch geht. Also in der Kurve kurz auf die Bremse tippen, Vollgas geben, geht so ein Allradler natürlich auch quer wahrscheinlich. Aber es ist immer einfacher mit einem Heckantrieb. Der Kurs ist sehr wellig. Die Balance des Autos verschiebt sich also ständig etwas. Sei vorsichtig. Okay. Diese Strecke hat dir immer gut gelegen. Gib alles und hol wieder ein gutes Ergebnis. Sauberer Drift und weitere Punkte. Wunderbar. Bravo. Spektakulärer Drift. Du hast deinen eigenen Rekord gebrochen. Und? Erster. Ja, wie geil war das denn? 245.000 Punkte. Was hat denn der... Wow. Okay. Du bist jetzt der Gejagte und führst die Gesamtwerte. Gut, bis dahin gefällt mir das Ganze schon mal. Wahnsinn. Okay, mit dem Wagen ist Driften super einfach. Man schaltet einfach einen Gang vorher runter, wieder hoch und dann zieht der lustigerweise einfach um die Kurven. Wunderbar. Puh. Es ist aber echt nicht einfach. So.
Oh, das war nicht so gut. Oh, gar nicht gut. Was ist los? Ja, das reicht niemals. Das reicht für einen zweiten? Bitte was? Okay, gut. Zweiter Platz ist in Ordnung. Ich habe viele Fehler gemacht, das sehe ich ein. Aber wir sind immer noch mit 36 Punkten Platz 1. Das heißt, das nächste Rennen entscheidet letztendlich, ob wir weiterkommen oder nicht. Sehe ich das richtig? Wenn der andere 20 Punkte hat, ich weniger. Nee, ich bin immer noch Erster dann. Ist okay. So, gucken wir mal. Unser Wagen hört sich auf jeden Fall geil an. Okay, die Strecke kennst du ja schon. Ich will heute eine neue Bestzeit sehen. Okay. Ziemlich guter Drift. Naja. Das war ein guter Drift, Mann. Okay, der war nicht so toll. Das hat wieder einige Punkte gebracht. Und Erster, wunderschön. Das ist doch schön. Mit 204.000 Punkten. Das ist der. Perfekt. Erster Platz. Endlich nochmal Erster. Wahnsinn. Ich habe schon gedacht, den ersten Platz, den gibt es in diesem Spiel nicht mehr für uns. Aber, puh, Glück gehabt. Ah, jetzt habe ich, okay. Wie viele Fans haben wir? 1 Million dazu. Okay. Geil. 5 Rennen gegen die weltbesten Fahrer. Okay. Alle World Series Racing Champion werden möchten. Okay. Auf geht's, nach Dubai. Okay. Finale. Okay. So, Sky Candy Drift Series. Ja, auf jeden Fall mit dem Auto. Sofort. Mit dem Auto sind wir super klar gekommen. Jetzt ist die Frage, muss ich mit dem Auto auch die restlichen Rennen fahren? Weil zum Rennen fahren ist der, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Ich bin mir aber nicht sicher. Hallo Kalifornien. Moin. Halt dich vom Streckenrand fern, sonst kann es ganz schnell vorbei sein. Ja, natürlich. So. Dann lassen wir mal spucken. Auf dieser Strecke bist du immer stark gewesen. Sorg heute wieder für ein Spitzenergebnis. Denk dran, je größer der Winkel, desto größer die Punktzahl. Guter Drift. Nein, 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 nein. Weiter so. Okay, das wird Fünfter nur. Oh weia, Moment. Das möchte ich bitte neu starten. Das war so typisch Herbert. Boah, aber es hörte sich gerade richtig geil an. Bam, 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 bam. So, lass mich nochmal spucken. Netter Drift. Ah, nein. Stoß kostet dich Punkte. Okay. Ich glaube, das war zumindest etwas in den Top 3. Okay. Gut. 126.000 Punkte. Was hatte der erste? 160.000. Okay. Platz 3 ist für mich erstmal in Ordnung.
Platz 5 hätte ich überhaupt nicht eingesehen. Da, nee, das geht nicht. Nada, niente, nothing. Das ist überhaupt nicht drin. Nee. Hast du kaum Zeit zu blinzeln. Ja. Die Strecke ist schnell, eng und voller Gefahren. Los geht's, würde ich sagen. Okay, das waren die nächsten Punkte auf dem Konto. Du bekommst noch mehr Punkte, wenn du den Winkel noch größer machst. Das war scheiße, oder? Ja, war klar. Wie behindert. Warum habe ich da so wenig Punkte? Warum kriege ich den Wagen denn nicht quer? Ich bin am Überlegen, ein bisschen mal mit der Handbremse zu arbeiten. Bin mir aber nicht sicher, ob das klappt. Holla! Hol dir die Punkte beim nächsten Drift zurück. Okay. Herbert, chill. Beruhig dich erstmal. So. Okay. Spitzendrift. Toll, und der zählt nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe hier ein enormes Problem. Souveräner Drift. Ja, aber es bringt mir nichts. Doch, es ist erster. Okay, gut. Wahnsinn. Das Problem ist echt, dass die Dinger so nah aneinander liegen, dass ich eigentlich abwarten muss, wenn ich die Punkte bekomme und danach erst wieder in den nächsten Drift reingehe. Ob das funktioniert, war ich mir nicht sicher. Deshalb habe ich jetzt einfach scheiße gefahren. Aber es hat funktioniert. So, jetzt wollen wir mal gucken. Und erster, wunderbar. Gut gemacht, Leute. 172.000 Punkte, damit bin ich zufrieden. Es ist aber echt nicht einfach. Somit haben wir tatsächlich gewonnen. Daran hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir noch gewinnen. Weil es sah wirklich danach aus, dass wir keine Schnitte mehr hätten. Du hast Sponsorenziele zu erfüllen. Ja. Wenn wir weitere Fans gewinnen, ist ja okay. Okay, so, jetzt kommt Rennmeisterschaft. Dazu brauchen wir etwas, was nach vorne schiebt ohne Ende. Ich habe, glaube ich, gesehen, wir haben ja die SRT hier. Die schiebt nach vorne die Viper. Das Ding schiebt ordentlich nach vorne. Woher ich das weiß, man sieht es ja jetzt gleich. Das Ding ist wirklich klasse. Das haben wir auch schon, glaube ich, mal gefahren. Also die Viper, ich bin mir nicht sicher. Ja, genau, ich habe die Viper und die Corvette verwechselt. Das weiß ich noch.